Die Adventzeit als Vorbote zum Weihnachtsfest. Pfarrer Adolf Valenter segnete die Adventkränze und gestaltete eine kleine Messfeier mit den Bewohnern des Sozialzentrums. So bitten wir dich, segne den großen Kranz, segne die kleinen Kränze und lass uns in den kommenden Tagen in der Gnade wachsen. Das Wort Advent heißt übersetzt Ankunft. Aus christlicher Sicht bereitet man sich vor auf das Kommen Jesu. Gott legt sich uns als kleines Kind in den Arm und wir Menschen sind aufgefordert, ihn in den Arm zu nehmen, ihn aufzunehmen. Die wildesten Kerle werden plötzlich sensible Menschen, wenn man ihnen ein kleines Baby in den Arm legt. Das beabsichtigt Gott, dass wir einfühlsam werden, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Advent ist einfach die Zeit der Vorbereitung auf diese Geburt von Jesus. Die Messen im Sozialzentrum, die gibt es schon viele Jahre. Die Adventkranzsegnung ist, soweit ich weiß, das zweite Mal, kommt aber sehr gut an. Sie mögen uns in den Tagen des Advents an Jesus erinnern, der jeden Menschen erleuchten will. Wie wir an jedem Sonntag ein neues Licht entzünden, so lass uns in der Liebe Jesu wachsen. Mach uns bereit für die Feier seiner Geburt und lass uns einmal seine Herrlichkeit voll Gnade schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Was ist denn die Geschichte des Adventkranzes? Woher kommt er denn? Bei uns ist er noch nicht so lange wirkliche Tradition. Belegt ist er 1925 in Köln als erster Adventkranz in einer katholischen Kirche. Es geht aber trotzdem schon eine Spur zurück. 1838, glaube ich, in Hamburg wurde erstmals in einem Kinderheim ein Adventkranz verwendet, um den Kindern die Wartezeit auf den Weihnachtstag zu verkürzen. Adventzeit im Seniorenzentrum, eine Kommunikationszeit oder eine Zeit zum Nachdenken? Ich würde sagen beides. Heute ist es vor allem eine Kommunikationssache hier, denn heute findet ja die Heilige Messe auch statt mit anschließender Adventkranzsegnung. Und im Vorfeld haben wir eben die Jause, damit wir mit den Bewohnern hier, mit den Bewohnerinnen eine Kommunikationsstunde auch führen können. Aber es ist auch sehr, sehr besinnlich. Also diese Zeit hier im Sozialzentrum, gerade zu dieser Zeit, wo viele an ihre verschiedenen Leute denken, die schon verstorben sind oder die nicht mehr hier wohnen, weil sie ein Heim, ein Landespflegeheim aufsuchen mussten, weil es hier nicht mehr für sie möglich war zu leben. Das kommt in der Vorweihnachtszeit, in der Adventzeit halt schon sehr zu spüren hier in den Räumlichkeiten. Wir haben ja auch einen quasi neuen Pfarrer. Wie hat er sich denn eingelebt in der Gemeinde? Was haben denn Sie für einen Eindruck von ihm? Ja, also der neue Pfarrer hat sich bestens eingelebt. Er ist allseits beliebt, er geht auch sehr auf die Leute zu. Er hat von seinem Vorgänger, wie man so schön sagt, sozusagen große Schuhe übernommen, aber in die ist er tadellos hineingewachsen.